Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Korsti und heute gibt's das erste Mal RTA mit dem Account. Ich bin der Meinung, ich bin zwar noch nicht so weit von den Runen her und von den Monstern allgemein. Allerdings, ja, jeder hat mal klein angefangen und ich will einfach mal ein paar Monster oder ein bisschen PvP trainieren. Mal schauen, was halt eben am Ende bei rauskommt. Wahrscheinlich blamiere ich mich tierisch. Aber ja, vielleicht auch nicht. Nur 5 Sterne, aber das ist mir ziemlich Wurst. Den Nutzen erfüllt sie trotzdem. Vero. Ist bloß die Frage, wen wähle ich denn jetzt als letztes? Und bisher hat er kein Heal. Jo, mal gucken, wie halt eben mein Auftakt wird. Kann er sich nicht entscheiden oder kackt meine Verbindung irgendwie ab? Okay. Ich habe doch okay gedrückt. Ernsthaft? Ich habe schon echt lang keinen, also echt schon lang keinen RTA mehr gemacht. Ist das normal, dass es immer durchläuft, obwohl ich okay schon drücke? Was ich denn auf meinem Handy drauf für weiße Dinger? Keine Ahnung. Jo. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nur erstmal eine Runde oder sowas machen. Einfach so als Auftakt. Um zu zeigen, dass ich eben jetzt RTA machen möchte. Ja, also mein Psammer ist schon mal doch nicht weg. War ja klar. Ja, so viel zu meinem Auftakt.
Nee, also als Auftakt ist das jetzt echt kein Burner. Schade. Okay. Das war mein erstes RTA-Match. Und wie gesagt, ich wollte jetzt einfach nur ein kurzes Video machen, um das Ganze anzukündigen, dass ich jetzt RTA machen werde, hin und wieder. Und ja, mal gucken, wie halt eben die anderen werden. Also ich hoffe, die anderen laufen dann anders ab. Ich habe natürlich keine Lust, mich nur zu blamieren. Aber ja, ich bin da jetzt auch nicht so. Ich weiß, meine Runen sind noch nicht dementsprechend, meine Monster, gerade meine PvP-Monster, sind viele noch 5 Sterne, wie hier Bollwerk, Gunny, also Gunny noch nicht mehr Runen. Sean ist erst 5 Sterne, Tessarion hat 5 Sterne. Ja, sind halt eben viele, wo ich nutzen könnte, wenn ich denn die auf 6 machen werde. Also Eiger zum Beispiel hätte ich mir auch sparen können, auf 6 zu machen, den nutze ich so gut wie gar nicht im Moment. Ah ja. Jo. Vielleicht sieht man sich ja mal im RTA-Match, weil ich bin ja ziemlich low und ja, werde ja, glaube ich, mit so ziemlich allem gerankt. Mal gucken. Ne? Also ich bin echt mal gespannt, auch wie weit ich denn überhaupt komme mit meinen Monstern und Crab-Runen, wie ich denn jetzt schon halt eben so weit habe. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran, mir dabei zuzugucken, wie ich mich blamier. Ansonsten gibt es natürlich immer noch hin und wieder andere Videos dann von mir trotzdem. Also hoffe ich zumindest, dass ich welche mache. Ja, ansonsten euch weiterhin viel Spaß mit Summer's War und haut rein!